Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us Part 2. Heute geht es weiter. Wir sollen heute Yara helfen, Lev zu suchen, der sich nach dem Streit, den wir letztes Mal hier so mehr oder weniger mitbekommen haben, verpieselt hat. Und es ist Tag 3. Wir sind im Aquarium. Ich habe ein bisschen Schiss, was wir jetzt eventuell finden werden. Lev! Lev, komm bitte zurück! Hier hat er sich nicht versteckt. Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Fiesta Bay, interaktive Erlebnispark. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev, komm schon raus! Ah, hier ist er nicht. Jetzt gehen wir hier auf so ein Piratenschiff-Attrappe. Okay, ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass sowas hier gibt, aber... Lev! Lev! Ah! Bitte komm her! Nee, schade. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn er da drin ist. Shipwreck Cove. Was? The Pacific Ocean is the largest ocean on Earth. Ja, ist klar, dass hier solche Sachen stehen oder... You two can help, ja. Ist ja hier so eine Art Kinder-Education Zone. Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Er lügt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Musst du nicht. Ich hab's für mich getan. Ich möchte nur schauen, ob... ob wir rein theoretisch hier runter können. Weil hier ist ja der große Hauptraum. Offenbar nicht. Schade. Vielleicht eine Revanche mit Owen bei diesen... nicht Paintball-Guns, aber halt hier diesen Dart-Guns. Oder wie auch immer die heißen. Okay, das hier ist echt cool. Mit dieser Säule aus Wasser und Algen da in der Mitte. Hörst du das? Lev! Bist du hier drin? Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Holzmädchen. Oh. Ich glaube, sie will, dass du nochmal willst. Okay, einmal noch. Ja, so schnell. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Warum nicht? Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein. Versprochen. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen.
Okay, das war nicht so ein guter Wurf. Ich meine, du hast nur einen Arm aktuell. Und vielleicht warst du Linkshänderin, aber trotzdem. Das war ein bisschen schwach. Na gut, sollten wir nicht weiter? Wir sollten weiter nach ihm suchen. Wollte ich gerade sagen. Ich will die ganze Zeit meine Taschenlampe anmachen, weil es hier doch recht düster ist. Ich meine, es ist jetzt hier nicht so ganz dunkel, aber... Oh. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich habe eine Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. What the fuck einfach nur. Mein What the fuck einfach nur. Okay, dafür habe ich jetzt echt nicht. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Wie gesagt, das mit Lev gerade... Ich meine, what the fuck einfach nur. Ich... Wie gesagt, ich kann dazu echt nichts. Können wir hier auch runtergehen? Nee. Also, das ist... Ja, wie gesagt, die Seraphiten, die... haben echt nicht mehr alle an der Waffel. Um es mal nett auszudrücken. Um nicht zu sagen, um es fast schon positiv für sie auszudrücken. Hier muss es noch irgendwas geben.
Okay. Sind das echt noch Sachen von damals vom Souvenirshop? Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Für Lev, was denn? Vielleicht, ach Moment, geht's hier weiter? Oh. Das ist süß. Ja, aber das ist doch nichts. Nichts so wahnsinnig Geiles, oder? Siehst du, was das sich lohnt? Nein. Such weiter. Also von all den Sachen, die wir bis jetzt hier gesehen haben, fand ich das Shirt eigentlich noch... Also von den zwei Sachen, sagen wir mal, fand ich das Shirt noch besser als diese komische Walross-Schneekugel. Die wirkt so enorm kitschig, sagen wir mal. Oh. Oder? Hm. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar. Mein Aquarium? Mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja. Er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Oh. Hast du das gehört? Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Ja, hört sich. Wir nutzen diesen Ort? Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay.
das gerade mit geht's sehr gut, hat sich nicht so besonders überzeugend angehört. Oh. Okay, Kansas. Alles klar. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, sehr weit davon entfernt, auch nur ansatzweise alle von denen zu haben. Aber hey. Die Sache ist, die Dauer, die wir jetzt schon zum Yachthafen brauchen, hat ja Lev schon als Vorsprung. Was mir irgendwie nicht gefällt. Kann man da rein? Irgendwie so, als könnte man da rein. Nee, aber offensichtlich nicht. Da ist wieder die, oder? Ja, wie gesagt, die Seraphiten. Nach dem, was uns Yara vorhin erzählt hat. Also... Oh, shit. Das wird auch nichts. Ich wäre jetzt fast ernsthaft runtergesprungen. Ja, die Sache ist, wo geht's denn sonst lang? Oh. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Vorsichtig. Ich dachte kurz, man musste von da oben hier rüber springen. Und erneut Abbys Höhenangst überwinden, aber offenbar nicht. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Hier ist Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, tja. Sie wird das anders sehen. Psst. Wie gesagt, ich glaube, wer in so einer Community... Also ich meine, seine Mutter wird da wahrscheinlich nicht aufgewachsen sein. Dafür ist sie wahrscheinlich dann doch zu alt. Eigentlich garantiert, wenn... Okay, das habe ich eigentlich nicht gedacht, aber... Hä? Hä? Achso, ich wollte gerade schon sagen, warum kommt da jetzt nicht aufploppen? Louisiana. Alles klar. Nee, wie gesagt, seine Mutter wird dafür zu jung sein. Aber was ich jetzt doch stark denke, ist, dass sie zumindest indoktriniert wurde. Zumindest so, wie sich's anhört, wurde sie sehr krass von denen indoktriniert. Die sind echt voll. Also wir brauchen eigentlich nur Bindung. Und ein bisschen Scheren. Aber ernsthaft, sonst sind wir echt nach dem Kampf letztes Mal mit dem Vieh wieder voll. Schon irgendwie unglaublich. Oh. Ja. Gerne, gerne. Nehme ich alles. Auch wenn noch mehr ist. Sage ich nichts gegen. Ja, ja. Genau, so muss es laufen. Alter. Dann wäre ich nur mal ein bisschen zugeschissen mit Stuff. Äppeln. Wir haben auf jeden Fall wieder genug, um etwas zu machen. Ich schätze, hier die Munition wird am intelligentesten sein. Oder mehr Rohrbomben. Brandpatronen. Das ist ein bisschen viel, was wir da investieren müssen. Das sind 160 Punkte. Aber wir haben schon 70. Also wir können uns die ersten zwei hier auf jeden Fall leisten. Bewege dich beim Zielen schneller. Schlag. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast,
Der nächste ebenfalls ein Schlag. Verbesserte Medikits. Erhöhte Zielstabilität. Aber während der Bewegung. Aber vielleicht ist das auch nicht während der Bewegung. Dann wäre das eigentlich voll geil. Weil einfach nur geilere Stabilität. Und hin und wieder, gerade gegen Infizierte, brauchen wir das auch. Bessere Medikits sind auch nice. Komm, wir nehmen das. Wir gehen diese Route. Auch wenn ich denke, dass wir nicht mehr so lang haben werden. Und jetzt ist es da lang. Oder hier. Kommen wir von hier zum Yachthafen. Sieht aus, als müssten wir außenrum. Ich schätze mal. Ich meine, wir haben Tag 3. Wir haben Owen und Mel im Aquarium alleine gelassen. Ich schätze mal, die Szene, die ich eigentlich schon dachte, dass wir vorhin sehen, werden wir spätestens dann sehen, wenn wir mit Lev zurück sind. Oh, okay, wir müssen offensichtlich durchs Wasser. Na dann. Halt deinen Arm trocken. Es ist schon zu spät. Okay, na dann. Ah, hier wird sowas gehen, oder? Oh, bei dem Autowrack wird's garantiert was geben. Die Frage ist nur, wie wir da hochkommen. Hallo? Hey, vielleicht geht's hier durch. Ha, Moment. Oh, nee, hier geht's sogar wirklich weiter. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, hier geht's weiter und das ist nur so ein kleiner Abzweig, aber... Dann? Flammenwerfer-Muni. Ja, Moment, den laden wir nach. Kann man eigentlich bei der überhaupt über 100 Muni haben? Bin mir ja nicht ganz so sicher. Okay, hier scheint es echt nicht weiter zu gehen. Es ist immer noch... Ja, ist nicht das Aquarium. Ich dachte gerade, hä? Aber nee, das ist schon der Yachthafen, den wir da oben gerade gesehen haben. Ich will nur wissen, man kommt da... Ich meine, das Auto da oben ist so herrlich hellblau. Man kommt da doch sicher irgendwie hoch. Kannst du mir nicht erzählen, dass man da nicht hochkommt. Also hierum nicht. Vor allen Dingen, weil es hier oben ja nichts gegeben hat. Also hier gibt es ja nichts. Ah, wir versuchen es einfach mal. Ich glaube zwar, das ist zu weit, aber... Ja, okay. Never ever. Okay. Ein Versuch war es wert. Dann, wo war das jetzt? Hier. Und auf damit. Okay, los, los. Okay, ist es jetzt hier eine Art Labyrinth oder was? Wir kommen wieder durch. Komm. Okay, nee, hier ist dicht, da kommen wir nicht durch. Ich dachte kurz, das wäre echt so eine Art... Das wäre hier auch mal geil, so eine Art Wasserlabyrinth.
Na, ich dachte, hier kann man auch ein Stück rein und dann gibt's dann geilen Stuff. Aber nee. Die Boote sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber für Yara wahrscheinlich nicht so einfach. Yara. Ah, erstmal hier. Bisschen Alkohol. Sonst nix. Okay, wetten wir, hier geht's hoch. Wenn mich hier übrigens gerade irgendwie ein Klicker oder ein Stalker oder was überrascht hätte, dann hätte ich, glaube ich, den Herzinfarkt des Todes bekommen. Ah. Ja, Herzinfarkt des Todes. Ist so ein bisschen... Hä? Ich wollte die Pillen da unten noch nehmen, aber okay. Fneisch. Eos. Das müsste heißen, also im Englischen müsste das heißen jealous, oder? Von den Buchstaben hier. Im Deutschen aber nicht. Hm. Was könnte es im Deutschen heißen? Ich dachte natürlich zuerst an fanatisch, aber da würde das eine A und das T nicht passen, das unten schon draufstehen. Aber es muss fanatisch heißen. Was soll es denn sonst für ein Wort sein? Fo, es muss irgendwie... Fi, Fe, Fa, Fu. Das kann ja nicht frnatisch oder so sein. Kein blasser Schimmer. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal beschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken, aber das ist immer noch besser, als von einem Scar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Brutplatz zurückzukriegen. Wenn wir weiter so tief ins Scar-Territorium eindringen, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was zum Henker denkt Isaac sich bloß dabei? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln der Welt, alte Kartoffeln in dieser Welt, ja, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig. Wir sehen uns zu Hause. Kent. Ich will trotzdem wissen, was das für ein Wort ist. Also im Englisch, nee, es kann nicht im Englischen jealous sein, weil der letzte Buchstabe ist ein J. Zealous? Aber Cellus schreibt man mit C, oder? Oder mit S? Aber da hinten ist ja auch ein S. Hä, was sind das für Worte? Ich glaube, da hat irgendwer geschummelt und es soll im Deutschen fanatisch heißen und im Englischen jealous. Nur der wollte halt nicht, dass man gewinnt und sagt, ja, nee, stimmt nicht. Solange du es nicht richtig bekommst, bekommst du keine Auflösung von mir. Das ist so ein Problem an Hangman. Dass man... Kann ich eigentlich von der anderen Seite? Das konnte man bis jetzt immer. Ja. Na gut, dann hoch. Bleib auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaffe es, okay?
Müssen wir jetzt ernsthaft gegen andere WLF-Soldaten? Ich meine, wir sind ja fahnenflüchtig, also. Ja, das ist durchaus möglich, dass wir jetzt WLF-Soldaten abmurksen müssen. Dann hätten Abby und Ellie zumindest ein bisschen was gemeinsam. Okay, das gefällt mir nicht. Oh nee, das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh. Was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Ja, los! Gott sei Dank ist das Manny und nicht irgendein anderer WLF-Typ. Unten bleiben! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage? Haben uns hart zugesetzt. Wieso? Keine Ahnung. Soll ich jetzt ernsthaft die Deckung vom Auto wechseln? Ich sterb hundertprozentig. Bloß gedacht. Ja, ich weiß nicht. Manny hat's auch bei Manny hat's auch funktioniert. Mal hier durchschlüpfen. Hier durch. Okay, das hätte man vielleicht vorher auch machen sollen. Irgendwie so einen geilen Trick. Ja, schön sicher. Okay, zu dem da. Ist blöd. Au, okay, das ist auch dumm. Das ist nichts. Warte! Okay, aber wohin jetzt? Okay, wir müssen da rüber zu dem Truck. Alter, leck mich doch! Ernsthaft? Sag doch mal! Das war dämlich von mir. Alter, wie soll... Okay. Ich rück vor! Oh shit, ich
habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Ich habe mir nur so gedacht, der Bildschirm schaut auf einmal irgendwie komisch aus. Wollte aber nichts sagen, weil ich gedacht habe, okay, das ist nur Einbildung von mir, weil der jetzt hier irgendwie intensiv dargestellt werden soll, wie krass das ist. Aber komm nicht aus deiner Deckung, wenn du eine Reflexion siehst. Ich habe mir noch gedacht, dass es irgendwie so eine Mechanik geben muss. Okay, wir sind hier. Ernsthaft? Schritt vor! So, jetzt hinter das Taxi. Okay, bisschen unter Wasser. Okay, hier sollten wir safe sein. Hallo! Vergiss die Straße! Shit! Okay. Oh. Was sollen wir machen? Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los! Hier links, oder? Oder da rechts? Nee, Parking! Ach so, okay. Der Karren fällt auseinander! Wir müssen weg! Los, los! Gott, der ist gut! Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit. Okay, wir brauchen definitiv nochmal ein Medikit. Alter, das hier mit dem Sniper ist schon... schon heftiger Tobak. Sage ich jetzt einfach mal. Können wir... ja, locker. Okay, jetzt können wir vielleicht auch wieder ein paar Sachen mitnehmen. Moment mal, nee, wo bist du? Ist der schon vorgegangen? Ah ja, okay. Oh mein, voll ist nicht so... falsch. Voll ist nicht so gut, aber wir können nicht mehr nachladen. Wir können dafür keine Ersatzmunition mitnehmen. Na, es ist ja nicht so toll, aber immerhin sind wir voll. Das ist schon hoffentlich ganz okay. Hier Pfeile übrigens von der Armbrust bekommen wir quasi gar keine. Also die Waffe ist richtig für den Arsch. Tja, ich würde aber mal sagen... wie wir hier den Sniper ausschalten, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und holy fuck, das war gerade eigentlich saugeil, wenn wir mit Manni hier das durchgehen mussten. Nur habe ich, wie gesagt, das mit dem Zielfernrohrblitz nicht so gleich gecheckt, wie man das wahrscheinlich sollte. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us Part 2. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.